Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Dean von Nerfers Gaming. Euer Dino ist wieder am Start. Heute haben wir hier mal ein neues Game. Und zwar ist es Glass Masquerade International Times Exhibition. Und ich habe keine Ahnung, um was es in diesem Spiel geht. Wir schauen uns das Ganze aber mal an. Ich stelle hier noch ein bisschen was um. Ups. So. Sprache kann man schon mal nicht ändern. Okay. Let's go. Was passiert? Welcome. Spannung steigt definitiv. Scheinbar fangen wir in Frankreich an. Das ist eine Uhr. Okay. So, wie ich verstanden habe, soll es irgendwie um ein Puzzle gehen. Take note of red fragments with rings. They can be quickly matched. Okay. Ah, okay, verstanden. Dann kommt das hier unten hin. Das kommt dann irgendwo hier oben hin. Hier hin. Und das kommt dahin. Okay. Kommen die Dinger hier drehen, ja. Also es ist ein Puzzlespiel. So viel steht schon mal fest. Okay, damit können wir noch nichts anfangen. Ist irgendwas mit einem runden Ding. Hier ist sowas Rundes. Was kommt hier hin? Hier ist auch was Rundes drin. Okay, damit können wir noch nichts anfangen. Okay, das ist also ein Puzzlespiel, wo man versuchen muss, Gläser zusammenzusetzen. Was sicherlich für den einen oder anderen recht spannend und lustig und unterhaltsam sein könnte. Ich hätte das Gefühl, dass das irgendwo hier unten hin muss. Das sieht schon mal ganz gut aus. Das sieht auch ganz gut aus. Irgendein Arm von der Person könnte hier hinpassen. Sieht auch schon mal gut aus. Der Kopf kommt irgendwo hier oben hin. Teile kann ich definitiv nicht drehen. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Hier ist auf jeden Fall noch eine Hand. Könnte. Ein Flügel, okay.
kann hier hin. So, wo könnte das am besten hinpassen? Für den Koffer haben wir noch keine Verwendung. Ups. Das sieht schon mal gut aus. Da passt die Hand hin. Wo ist die Hand? Hier. So. Hier müsste jetzt irgendwo der Kopf hinpassen. Ah, das ist das Bein, okay. Nee, da passt das nicht hin, oder? Doch. Doch, es passt. Sehr schön. Kommt das dahin? Das kommt dahin. Das kann dann hier rein. Wir kommen immer weiter voran, das ist gut. Natürlich ist es normal, dass man beim Puzzle dann Stück für Stück weiterkommt, je mehr man eingesetzt hat. Das ist ja ganz logisch. Hey. Hier rein. Und tada. Sehr gut. Frankreich freigeschaltet. Nun haben wir einige Länder freigespielt und können dann damit natürlich ins nächste Level gehen. Deutschland, Britannien, Portugal oder Italien. Gehen wir mal nach Deutschland. Und schauen uns hier auf jeden Fall noch was zu an. Okay, also fangen wir wieder mit den Ringen an. Sehr schön. Das kommt dahin. Das kommt hierhin. Haben wir noch irgendwas, was am Rand passen würde? Das sieht noch nach Rand aus. Nee, aber... Kniffiger als gedacht. Definitiv kniffiger als gedacht. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Nee, 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 nee. Das sieht gut aus.
Auf jeden Fall sehr knifflig das Ganze. Was muss man dem hier lassen? Das könnte. Nee, das dreht sich hier auf einmal. Dreht sich auch. Das sieht schon mal gut aus. Nee. Also irgendwie ein Ritter auf dem Dings sitzen, ne? Das kann hier hin. Jetzt bauen wir noch den unteren Bereich. Irgendwas, das aussieht wie so ein Bein. Hier, das kann dahin. Das kommt dahin. Das wird nur noch das hier, ne? Ja. Ach, der Rest kann drumherum gebaut werden. Clever. Ja, darauf wäre ich nie gekommen. Darauf wäre ich definitiv nicht sofort gekommen. Okay, also man kann echt überall was einsetzen. Ich habe schon gewundert, warum das so viele Teile sind. Sehr cool. Aber schon zwei Level geknackt. Schweden. Wie schwer soll denn Schweden sein? Oh, Schweden soll nicht so schwer sein. Okay, probieren wir mal Schweden. Zucker, Zucker, Zucker. Ich komme definitiv hier hin. Das sieht aus wie hier. Das könnte hier hinpassen. Wo haben wir denn noch Rand? Ne, 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 ne. Hier haben wir aber Rand. Ich bin echt zu doof. Das sieht schon mal ganz nice aus. Sehr schön, sehr schön. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Zack. Okay.
Haben wir irgendwas mit Wings? Sehr gut. Segel. Hier oben, genau. Okay. Da ist der Vogel fertig. Das kommt dahin. Dahin. Dann passt das dahin. Das kommt dahin und natürlich das letzte in die Mitte. Wikinger mit Vögeln. Cool. Haben wir auf jeden Fall schon einige an Länder freigespielt. Ist eine relativ große Karte. So, was passiert, wenn wir jetzt nochmal auf Deutschland klicken? Wenn ich jetzt hier nochmal raufklicke, was passiert dann? Ach, dafür steht es da oben. Okay, verstehe. Gehen wir zurück zur Karte. Russland gibt es noch. Island. Okay, eins probieren wir noch. Würde ich sagen. Na, machen wir Island. Und los. Okay. Das sieht auf jeden Fall nicht so schwer aus wie das davor. Und wirkt auch um einiges einfacher, muss ich gerade sagen. Wirkt auf jeden Fall definitiv einfacher als einige andere Dinge davor. Ja, voll. Aber das lief doch relativ schnell. Die Harfe. 1 Minute 27. Gut, dann würde ich sagen, war es das auch für das kleine Let's Play zu dem Spiel. Und scheinbar gibt es dann einen Modus, den man freispielen kann, wenn man irgendwie alle einmal gemacht hat. 4 von 25 haben wir geschafft. Und falls ihr mehr davon sehen wollt, besorgt euch das Spiel. Ich verlinke es gerne unten. Ah, hier sieht man jetzt auch Countries und die Dinge, die wir hatten. Ja, also hier sieht man dann die Länder angezeigt. Hier sieht man die Sachen, die man freigemacht hat. Die Harfe haben wir, das Segelschiff. Das Einhorn, also der Ritter mit dem Einhorn. Hier sieht man die Länder, die wir freigespielt haben. Und so weiter und so fort. Somit danke ich euch fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Euer Dino.